Ja, ich denke, das Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat etwas geändert. Wenn wir mit einem 0:2 aus der Halbzeit gekommen wären, wäre das nicht das Gleiche gewesen. Meine Ansprache nach dem 1:2 in der Kabine war ganz anders. Auch die Reaktion war viel positiver. So wie die Jungs reagiert haben, zeigt den aktuellen Zustand und die Bereitschaft, überall Punkte holen zu wollen. Für das Team zählt jedes Spiel. Dieser Punkt gegen Lyon wird am Ende zählen. Wenn man das Spiel schon nicht gewinnen kann, dann sollte man es auch nicht verlieren. Nein, über den Rückstand auf Lille sorge ich mich nicht. Es werden Spiele kommen, bei denen wir aufholen können. Um zurückzukommen, brauchen wir eine Serie. Ich erinnere mich daran, dass wir heute gegen Lyon gespielt haben, darum sind wir zufrieden. Wir sind mit einem dezimierten Team hier angereist. Viele wichtige Spieler sind zu Hause geblieben, weil sie verletzt oder gesperrt sind. Wenn unser Team komplett ist, können wir aufholen. Wir haben nicht viel Zeit, um an uns zu arbeiten, weil wir alle drei Tage ein Spiel haben. Aber wenn diese weniger werden, dann werden wir auch besser sein als in der ersten Halbzeit.